Mein Name ist Sinwi Suga, ich bin Erzieher und arbeite seit 2004 in einem städtischen Kinder- und Familienzentrum Schuntersiedlung. Mein Bereich ist die Bewegungsbaustelle. Die Bewegungsbaustelle ist bei uns in der Kita wirklich schon fast 30 Jahre. Ich habe es übernommen, weil es mich einfach interessiert, dass ich den Kindern einfach ermögliche, den ganzen Tag hier, dass sie springen können, dass sie schaukeln können, dass sie balancieren können, hüpfen. Und nebenbei lernen sie auch hier so, wie muss ich mich durchsetzen. Eigentlich kann ich sagen, das Arbeiten mit den Kindern hier, das macht einen unheimlichen Spaß, weil ich einfach erlebe, wie Kinder sich entwickeln. Wenn sie traurig sind, sind wir Erzieher, Erzieherinnen einfach da, trösten sie, begleiten sie. Wir sehen ihre Entwicklung, wir sprechen mit den Eltern darüber. Wenn die ersten Schritte machen, da freuen wir uns. Und wenn wir uns den Eltern, wir haben es gesehen, ne? Oder die Eltern teilen uns mit, die haben was zu Hause erreicht, ne? Was da geschafft. Ne? Und das ist halt an dem Leben des Kindes dran teilzunehmen. Das ist eigentlich das Schönste.